Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von Left 4 Dead 2. Ich mache dieses jetzt Video nochmal, weil ich ein paar Anfragen bekommen habe, wieder, weil es so viel verändert hat in Left 4 Dead 2. Ich habe es hier selber gesehen, wegen der Scarface und so. Werde ich das mal heute machen. Die ganzen Links schicke ich euch in der Beschreibung. Als erstes geht ihr auf Pirate Bay und gibt ihr ein Left 4 Dead 2 und dann auf Spiele und Pirat Suche. Dann seht ihr hier dritte. Das heißt, im Left 4 Dead 2 Version 2.0.3.5. Das müsst ihr drauflegen und runterladen mit Bitcoin. Wenn ihr das runtergeladen habt, seht ihr eure Version, ne? Das ist hier die, kopiert ihr euch die mal, um die erstmal zu merken. Gebt ihr einfach hier ein SFK-Update. Das schicke ich euch auch natürlich noch in der Beschreibung. Ihr seid hier. Dann geht ihr auf Mini-Update. Entschuldigung. SK-Face. Ne, ihr müsst erst auf Mini-Update. Version war ja 3.0, ne? Da müsst ihr jeder sehen, das ganz untere. Das müsst ihr runterladen, dann ist eure Version die hier. Seht ihr hier. Und kurz mal markieren. So. Dann wieder das hier runterladen. Oder vor der Version seht ihr hier. Vor der Version 2.8, die ihr dann hier habt, ne? Wenn ihr es auch geupdatet habt, müsst ihr einfach mal hochscrollen hier bei Mini-Updates. Gleich hier. Da könnt ihr noch wählen zwischen einmal ist Red, einmal ist Mega Blau irgendwo. Das müsst ihr mal selber rausfinden, nicht einfach hier download. Das ist alles gleiche hier. Nur halt von anderen Anbietern. Das kenne ich gar nicht hier. Keine Ahnung. Jo. Wenn ihr das dann habt, ist eure Version auf 2.1.4. Seht ihr hier wieder kopieren, hier oben eingenommen wissen. So. Und dann müsst ihr von hier anfangen. Und dann ist eure Version gleich 2.50. Was up to date, denke ich mal, oder? Yep, up to date. Sie müssen dann nicht mehr, gar nicht mehr weiter updaten. Bei 1.4 geht es dann gleich zu 50. Was up to date. Wenn ihr mal irgendwie nicht auf Server kommt oder so, ja. Wenn ihr mal so 3 Tage gespielt habt oder irgendwas steht, müsst ihr einfach wieder mal hier gucken. Dann ist vielleicht wieder ein neues Update rausgekommen. Wenn ich jetzt irgendwie, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich habe auch was vergessen. Ganz wichtig ist halt dieser Non-Steam-Updater. Da ist SSK Stundule. Immer draufklicken und dann immer den ersten. Nicht das hier, das steht Add-on-Support. Das braucht ihr nicht nur immer hier. Müsst ihr darauf achten. Einfach runterladen und installieren. Das Problem geht, ich kann auch helfen. So, und dann kommt, wenn ihr das Stundule runtergeladen habt, kommt dann so das Fenster und so. Müsst ihr erstmal ja klicken und dann könnt ihr wählen als Sprache, dann macht ihr German und your name hier. Müsst ihr euren Namen schreiben. Ich glaube, jetzt habe ich erstmal alles erwähnt. Dann den Link schicke ich euch in der Beschreibung. Ja, wenn ihr irgendeinen Anfragen noch habt, wegen einem Video, sagt mir Bescheid. Sehr gerne. Auf Wiedersehen.